Also, ich bin die Caroline, ich bin Amerikanerin, ich wohne seit 1972 in München und ich bin eifrig darauf, gegen Islam zu bekämpfen, weil ich finde, es eine Gefahr für die westliche Kultur ist. Ich komme auf diese Reise, weil ich finde, das ist eine Möglichkeit für mich, meine Gefühle zu zeigen, und ich werde Islam bekämpfen, so gut ich kann. Mein Name ist Michael Stürzenberger, ich komme aus München und ich fahre nach Aarhus zu diesem ersten europäischen Counter-Dschihad-Meeting, weil es wichtig ist, dass die Bürger Europas ihre Stimme erheben und sagen, dass der Gefahr, dass der Islam eine Gefahr ist für Europa, und sämtliche politischen Kräfte und medialen Kräfte in Europa ignorieren dies. Sie versagen jämmerlich bei ihrer Aufgabe, über den Islam aufzuklären. Deswegen müssen es die Bürger tun. Deswegen fahren wir nach Aarhus und demonstrieren da gegen die Islamisierung unseres Kontinentes. Bonjour, je suis Alain Wagner, je viens de France et je vais à Aarhus pour protester contre l'introduction de la charia dans nos pays. Et il est très important que tous les pays européens se joignent pour se protester contre l'introduction de la charia. Hi, I'm Tatiana. Tatiana, I'm from... Господи, я из России, я еду в Aarhus, чтобы протестовать распространение шарии в Европе. И, в общем-то, поддержать против исламизации Европы. Сеня, спасибо. Mein Name ist Michael Mannheimer. Ich komme aus Deutschland und ich bin hierher gekommen nach Aarhus, weil hier die erste paneuropäische Demonstration gegen die Islamisierung Europas stattfindet. Ich denke, dass wir hier ein wichtiges Zeichen setzen dafür, dass die Völker Europas keinen Islam in Europa haben wollen. Und ich wünsche mir, dass von Dänemark diesmal ein Zeichen der Einigung und der Stärke Europas ausgeht, dass wir Europäer kennen, dass wir unseren großartigen Kontinent zu schützen wissen und schützen müssen. Und dafür arbeite ich. Mein Name ist Monika Kaufmann, ich komme aus Bayern, ich bin Jüdin und ich bin hier in Aarhus, um gegen den Antisemitismus im Islam zu kämpfen. Mein Name ist Nicola Budagi, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich bin heute hier, weil ich mir Sorgen um die sozialen Missstände in der BRD mache und ich der Meinung bin, dass wir als Bürger der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind, diese Missstände, sich auch durch den Ideologie-Islam entwickelt haben, aufzudecken, aufmerksam zu machen und diese Missstände zu bekämpfen. Und das ist, denke ich, das Ziel, das wir heute hier haben. Mein Name ist Christopher von Wengersen, ich komme aus Frankfurt am Main und ich bin heute hier, weil ich mit vielen Freunden aus Deutschland und aus ganz Europa heute ein Zeichen dafür setzen möchte, dass die Völker Europas sich nicht widerstandslos unterdrücken lassen wollen, sei es durch eine pseudo-religiöse Diktatur, eine religiösen Ideologie oder durch eine EU-Diktatur, durch die Diktatur einer kleinen Minderheit über eine große Mehrheit, die komplett unmündig ist. Und aus diesem Grund bin ich heute hier auch für Meinungsfreiheit und für mehr Demokratie einzutreten. Mein Name ist Ilona Schlitz, ich komme aus Stuttgart und ich komme erstmal, Dänemark ist immer ein Reisewert. Und darüber hinaus, ich freue mich auf meine vielen Freunde, die ich hier treffen kann. Natürlich in erster Linie geht es um dasselbe Anliegen, um den Islam. Danke. Ja, hallo, ich bin eine Mutter aus Baden-Württemberg. Ich habe diesen langen Weg auf mich genommen, hauptsächlich meiner kleinen Kinder zuliebe, weil ich einfach die Islamisierung Europas und die Islamisierung der Welt ein Stück weit verhindern möchte, einfach damit meine Kinder eine lebenswerte und liebenswerte Zukunft vor sich haben. Und ich habe einfach Angst um die Zukunft meiner Kinder, wenn ich den Verlauf der Dinge mir momentan betrachte, und deswegen war es mir auf jeden Fall wert, hierher zu kommen.
Ich bin Familienvater aus Bayern und mir ist es ganz wichtig, dass wir nicht unter die Herrschaft des Islam geraten. Und darum fahre ich hier mit nach Aarhus in Dänemark, dem ersten Zusammentreffen von wertebewussten Europäern aus ganz vielen Ländern. Ich habe ein Schockerlebnis gehabt am 12. September 2001, unmittelbar nachdem die World Trade Towers durch zwei Zivilflugzeuge zum Einsturz gebracht worden waren. Wir waren zusammen mit etwa 12 muslimischen Geschäftsleuten, Türken, Perser, Irakis, Afghanen. Ich war mit dabei, weil wir uns alle gegenseitig kannten. Ich hielt sie alle miteinander für integriert. Sie sprachen fließend Deutsch. Ich hatte Vertrauen zu ihnen. Und wenn man mich gefragt hätte, ob sie militante Moslems sind, hätte ich das sofort zurückgewiesen. Ich hätte meine Hand für sie ins Feuer gelegt. Und auf diesem Zusammentreffen haben wir die Geschehnisse des Vortages diskutiert. Und unisono kam, jetzt geht's los, endlich zeigt Allah seine Macht. Jetzt können die Israelis einpacken, die können im Meer ersaufen. Und die Amis, die kriegen noch viel mehr zu spüren. Und in dieser Tonlage alle miteinander, bis auf meine Bekannte. Meine Bekannte widersprach und meinte, ja, aber man kann doch nicht einfach 6000 unschuldige Menschen auf diese Weise ermorden. Ihr wurde sofort heftig widersprochen. Du hast keine Ahnung, Allah weiß, was er will, sei ruhig. Ich habe mich selber völlig bedeckt gehalten. Man hielt mich auch für einen Moslem, weil ich schon lange zu diesem Kreis dazu zählte. Und ich hatte ein inneres Schockerlebnis und weiß seitdem, dass die allerfriedlichsten und anscheinbar integrierten Moslems eben doch sofort militant sind, wenn es zur Gewalt kommt, wenn es zum Krieg kommt. Und genau das möchte ich verhindern und darum bin ich auch heute dabei auf der Fahrt nach Aarhus, um mich mit anderen zu solidarisieren. Wir müssen stark sein, wir müssen mutig sein, wir müssen auch Risiko eingehen und das tun wir. Ich hatte ein zweites Schockerlebnis mit Moslems. Ich hatte einen muslimischen Nachhilfeschüler und es war das Jahr 2005, als die Karikaturen über den muslimischen Propheten Mohammed zu großem Aufruhr in der islamischen Welt geführt hatten, zu Mord und Totschlag, zu Flaggenverbrennungen, zu Molotow-Cocktails auf westliche Botschaften. Und ich diskutierte dies mit meinem Schüler und er zeigte seine totale Entrüstung über das, was die westliche Welt sich hier erlaubt hat, dass man ihren Propheten beleidigt und durch Karikaturen in Misskredit bringt. Und er fand es richtig, dass hier diese Unruhen ausbrachen. Und nach seiner Meinung hätte man hier den Journalisten und auch die ganze Zeitung, die ganze Redaktion durchaus töten sollen, umbringen, lynchen oder was auch immer. Und ich versuchte ihn hier runterzuholen und ihm zu sagen, dass wir doch hier in einer Demokratie leben, wo wir Meinungsfreiheit haben, wo jeder das sagen darf, was er meint und was, wovon er überzeugt ist. Und mein Schüler meinte, das geht überhaupt nicht, er hat das total zurückgewiesen und dass die westliche Presse dann hier das noch unterstützt hat und zum Teil diese Karikaturen wiedergegeben hat, fand er für eine Riesensauerei. Und wenn es nach ihm ging, hat er wortwörtlich gesagt, von ihm aus könnte man eine Atombombe auf ganz Westeuropa schmeißen, damit sowas nie wieder passiert. Ich sagte ihm dann, dann würde er doch auch sterben, nicht nur ich, dann würde es ihn treffen. Seine Antwort, ich komme in den Himmel, du in die Hölle. Dabei waren wir gut miteinander bekannt.
wenn man will, sogar ein wenig befreundet. Also wir hatten keinen Grund, uns gegenseitig irgendwas Böses oder Hässliches zu sagen. Aber so sind nun mal die Unterschiede. Sie kommen in den Himmel, weil sie sind was Gutes, was Besseres, sie sind Halal. Und unser einer ist nur schlecht, lebensunwert, ganz einfach Haram. My name is Jasper, I'm from Denmark, and we are in Aarhus, in the Red House, and we are demonstrating against the Nazism, and we are about 1,000 people now, and we are waiting for someone to speak against Nazism in Denmark. So, and we will be walking about 30 minutes in the streets to demonstrate to so people can see what is going on and ja, vi er samlet her i dag, fordi vi vil demonstrere mod den ekstreme højrefløj, som vi holder møde og demonstrationer i Aarhus. Så vi vil vise, at vi er samlet i kampen for et mangfoldigt Aarhus, hvor der er plads til alle mennesker uanset etnisk oprindelse, og også for at vise vores klare afstandtagen fra de her ekstreme højrekræfter. Hallo, ich bin Philipp, ich komme aus Kopenhagen und ich bin hier in Aarhus, damit wir zeigen, dass die Nazis hier keinen Platz haben. Ich hoffe, alles läuft friedlich und dass die Stimmung gut ist, was sie auch wird. Und ja, es geht darum, gute Stimmung und eine Feier zu machen. Hey, my name is Truls. We are assembled here today to fight racism in Aarhus. We fight racism because it's splitting the people who should unite and stand for their right together. We are one people on earth. And we just share it like one. And that's why I'm here, and that's why we are here. Et minut. Der er lige. Så prøv at høre efter ham. Han har lidt svært ved at komme op. Og det er faktisk kendetegnet. Hello, my name is Lucas. I'm from Denmark, in and Nestle, the city Nestle. And I'm here to the anti-racist demo because I don't believe in racism. I definitely not believe in it. I think it's horrible to fight people because of their skin or color or what they look like. Look at me, I'm a different person, and people in my town is sometimes saying to me, if you go in town at late night, we will fight you and kill you. And I just like, why the hell doing that? I'm just a normal people. You don't know me. I have not doing anything to you. So I think we shall fight this so we can accept we can be together. Ja, mein Name ist Ilona Gondesen, ich komme aus Flensburg, wohne aber in Aarhus, bin am Studieren und ich bin hier, um zu feiern, dass Platz für alle da sein soll. Dass wir gegen Faschismus sind, dass wir gegen Rassismus sind und dass Platz für alle Kulturen und alle Geschlechter und alle Religionen sein soll. Deswegen bin ich heute hier. Ja, hallo, ich heiße Walid und ich bin von Libanon. Ich bin Muslim und ich bin hier, weil ich will nicht, dass diese anti-muslimischen Menschen hier kommen und ich hoffe, dass dieser Tag ist ein guter Tag. Und keine Polizei und keine Blut und keine. Ja. Gut, danke. Hallo, my name is Reza and I'm from Iran, lived in Denmark 23 years. We are here together today for demonstrating against the
racist people in Europe. We are here to hold hands and make peace with all the people in the world. And we show them they are not welcome in Aarhus because Aarhus is the city of smiles. And we hope that everything goes well today, no fighting, no troubles. So peace, and I hope that we all have a good day. Vi ved alle, at den farlighed, det er noget, vi skaber sammen. Og vi kæmper fascismen sammen, og det vil vi altid gøre. Jürgen Nielm, I'm the commissioner of the police of this police district in East Jutland. We have today in Aarhus two demonstrations, one arranged by the Danish Defence League and the other one arranged as a counter demonstration against this manifestation. It's quite a job for the police today. Our main efforts is to secure the right to gather and the right to speech, freedom of gathering, freedom of speech, which is a part of the Danish constitution. And apart from that, we all, of course also have to secure that the things are managed without breaking any rules and so on. So those are the tasks of the police today. We try to solve the problem with, let me say, open hands in a dialogue policing way. As you might see, you see police officers with yellow vests over their uniforms. These are our dialogue and event police officers who manage the policing today by in a dialogue way, talking to the demonstrators and doing all what they can to secure that everything is going to be quiet and peaceful. Yes, hello, my name is Stefan and I'm living here in Aarhus and the reason why I'm here today is just because I've heard all about this demonstration and just want to look how it is and see if there's something happened. Hello, my name is Kumar and I'm also from Aarhus, and the reason why I'm here is I heard a lot of this in the media and I want to see this weird guys from the league, European League, and see what is going on. Yeah. Hello, my name's Graham. I've come over from England to support our brothers in Denmark and the European Defence Leagues. We've come to get the message across that Islam is out of control. We're not racist, we're not violent, we're here to protest, we're here to be heard. These are good people, these are good people here. We're bringing everybody together as one in Europe. Islam is not a race, yeah? You know, Islam is not a race. Islam is political and religious system which is not... It's, yeah. Yeah, Islamists are fanatics, that's true. But not we are. No, you are. And you and your friends. Okay? Do you want Sharia in Europe? No, just me contre ça, moi.
Then it's fine. If you don't want Sharia, then no. They are threatened, they are partly killed, you know. This is a situation in every country where Islam takes power. Yeah, in every country. Also wenn es da irgendwas gibt, ja. Überall in Deutschland, und das ist immer weiter am Wachsen. Wir versuchen das halt alles aufzubauen und dann immer peu à peu immer weiter zu gehen. Dann auch jetzt mit dem Shop. Das sind ungefähr 40 bis 50 Leute. Und da konnten halt viele nicht kommen, gerade aus dem Süden, wegen der Entfernung. 1000 Kilometer ist zu viel. We'd like to see the same. We would like to see the same here as we've got in England. We don't promote racism, we don't promote extremism, we promote peaceful protests. We just want people to listen. We want to get the message across that Islam is out of control. In our country, our politicians, they bow to Islam. They worship the oil dollar. That's what we have to deal with. The English people are penalized. Muslims, two-tier justice system. That's what we deal with. Okay, thank you. And your name is? My name's Graham. Graham. Weymouth. And you are from? Weymouth. I think this is the problem that is in Europe, I think. Actually, I am from Nepal and I'm studying here, human security, and I found that Western governments are not paying much attention to their domestic issues. Rather, they are going outside and they are doing very good job in other parts of the country for peace and what for development. But I felt that there are lots of domestic issues that Western governments has to pay attention. And I think this is the time that people are asking to pay attention to those issues. Politicians who sell democracy and their country for oil money are just traitors. This is the definition of a traitor, somebody who betrays his nation for money. Killing orders are here in this book, side by side. Burn that shit. And Mohamed Merah, the killer from Toulouse, he was in prison for 21 months and he read the Quran side by side. And then afterwards, he went out to kill infidels, you know, and he thought he's coming to paradise, to Allah, because it's standing in this book and this must be changed. We have to change that. We have to control teaching in mosques. Teaching calling for violence and hate need to be suppressed, need to be forbidden. Oh, you believers, if your wife resists to you, you can beat her. We don't want a religion which allows by their God that their wife gets beaten. And also, in the center of our cities, in the mosques, the people were told by the Quran on another verse, which says, all believers, don't get friends to the unbelievers you are neighbors of. And if you get friends, you will become a non-believer. We don't want those kind of people in our country, in our Europe, which is like a cancer in the body of Europe. They say to us, we are deeper than even any animal. That is what is standing in the Quran and what imams are praying. Jihadist is a criminal and a slaver. It's an immoral criminal too. Slavery is forbidden in Europe. Do not forget that. That's very important. How can we forget that? The media make the wrong distinction between the so-called good Islam and the so-called
bad Islamism. There is no difference between Islam and Islamism. There is no difference between moderate Muslim and terrorist Muslim. Any moderate Muslim can get any time a terrorist, and any terrorist can get any time a moderate. And the first terrorist, Muslim terrorist, was Mohammed himself. And I am from France. I come from France here today. I can tell you, France has been bloodied by a jihadist, 7 person killed. And the person killed, the people killed, were not killed by mistake. Mohamed Merah was not a fool, was not a crazy man. If he killed those people, it's because he followed the Sharia rules who command to kill the enemies of Muslim community. That's why he killed 3 military people. And the Sharia rules command to kill Jews, and that's why he killed 4 Jews, including 3 children. Mohamed Merah was a jihadist. He was not just a blind terrorist. And he has done that. It's not because he didn't understand Islam. It's just because he absolutely understand Islam and follow the rules of Islam. The same rules that imams teach in mosques today everywhere in Europe. It is time to awake and to realize that creatures of hate are... We will never surrender as big as the pressure of medias and politicians might be to us. Our group is growing rapidly. We already have Sharia in Europe. In France, in the year 2007, a French girl was stoned to death. Yeah, my name is Tommy Robinson. I've been received here great. The hospitality shown to us by the Danish people has been amazing. It's inspirational for me to meet so many brave people from different countries coming together who all know what lies ahead. There's dark times that lie ahead. Standing up as a defensive leader, you will come under attack. You will have the police harass you. You will be persecuted. You'll probably lose your job. And all these people are willing to stand up for what's right. Stand up for the truth, for righteousness reasons. Stand up for freedom. And it's inspirational for me to meet all these different people, to see how far our message has come from Luton Town in England, all across Europe, worldwide now. Renee. People are ready. And the time is now. Stand up. Yeah, and that's what I hate. I hate Nazis and I hate Islamists. And left and right in politics is healthy. Far left and far right is not healthy, right? We're not far right. We're not far right. There's nothing far right about us. We're just ordinary people. And the fact that people call us Nazis, yeah, it is the weakest, pathetic attempt to stifle the debate on Islamism. It is ridiculous. Do you know what I mean? It's completely ridiculous. We support Israel. We have a Jewish division, a Hindu division, a Sikh division. We have a lesbian and gay division. Do you know what I mean? We stand up for what's right. We're just freedom-loving people who support democracy. And these people who come out against us today, they're anti-democratic, they're communist, they're Marxist, and they side with militant Islam because it's the biggest threat to democracy and they wish to overthrow the rule of law. And that's it. And we're not the violent ones. Do you know what I mean? We're just ordinary people come here to give a few speeches. You need police helicopters to protect us. So what do you hope to achieve today? We hope to achieve the start of a European movement where countries will unite. And on a certain time like today, this is just to plant the seed. This is the beginning for us. This is to plant the seed, and from a small seed, from a small acorn, giant oaks will grow. This is going to grow. It's going to get big. This is the start of a new era for a counter-jihad movement across Europe. It's the beginning of the end for Islamism. Hopefully, anyway. It's a lovely day for, isn't it? God obviously is on our side. Yeah. You know what I mean? This jihad is nothing else than a 1,400 years lasting war, non-Muslims, which always have been the vast majority of the world,
but it is even a must. In Quran it said, the ones who cannot kill the unbelievers are not Muslims any longer. This is a fascist threat. We cannot do anything else as push it out of the borders of our peaceful society. This religion is the only system in mankind history as a religion who makes people love killing innocent and gives them the best presents a religion can give, which is eternity, eternal life, being on heaven aside Muhammad, and it gives them 72 young ladies to please them the rest of their life. So the killing is the wealth of the killing is pure sex. This is nothing which can we say as being civilization. This is evil itself. Teach the Muslims to kill people as you and me are people, like innocent children, people who have no faith, or people who have another religion. I am Svein Lindgren, and I represent the Danish Defence League, who have the honor of being host today. We are united here this day because we're tired of the growing Islamization in Europe and all the consequences of Islam, who is slowly but sure forcing its culture on us. The statistic is talking their own language about the violence. We are patriots, freedom fighters, who love our countries, our values and culture, not to forget our flag and crosses. And no one shall change that ever. Especially not outcoming people who claim our benefits and want to Islamize the whole world. I wouldn't get benefits well for an apartment if I took to Arabia. It's horrible! Reverse racism against us. Why does the TV station not covering it? I tell you guys what you already know. Because they wash their hands and look the other way, while our proud country's slowness is being destroyed. That is why we're here today, to take a stand and stop it together worldwide. As we Vikings say, fear is not an option. And if Islam wins, there will be fear. We will never surrender. Never! 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 Yes. This is Christian Samling's party in Norway. Yes, I am from Norway. My name is Tom Haaland, and I will be here because stop Islamisering of Norway. And I want to have peace in all Europa. I come from Stavanger in Norway, and we want peace in Norway. And we go around here in Denmark with this demonstration because we want to have peace. We are not racist. We will have peace in all the world. Thank you. Hi. My name is Sita Olsen. I'm here watching a demonstration. It's people from the English Defence League and other people with racist views demonstrating here in Aarhus. It's all right that they are here. They can say whatever they want. I've just participated in another demonstration against these point of views. It's a demonstration for everybody's right to be here. And like I said, I think these
people also have a right to say whatever they want. I don't agree. I don't agree at all. I don't think there's a war going on between us and Islam or us and anybody. We just want to have a good life like everybody else. And it's a bit sad to see all the police in the streets, but I guess they have to be here. And as far as I know, they're trying to make this a peaceful day in the history of Aarhus. It's the biggest police event ever in this town. I just hope that we can all behave ourselves and not start any fights at all. What will stop Islamization? Wir sind hier in Aarhus, halten gerade unsere Anti-Islamisierungskampagne ab. Die Polizei hatte uns bisher sehr gut abgeschirmt. Jedoch ist es einigen hundert Linksextremisten gelungen, die Polizeiblockaden zu durchbrechen. Die waren jetzt hier kurzzeitig auf dem Gelände, konnten sich durchsetzen. Die Polizei war aber schnell vor Ort. Jetzt herrscht noch ein bisschen Konfusion, weil man nicht genau weiß, wer von den Anwesenden auf dem Platz jetzt zu der Linken gehört und wer nicht. Die Polizei scheint aber alles unter Kontrolle zu haben. Wir sehen uns hier einer größeren Menge von Linksextremisten gegenüber. Es befindet sich ein Hubschrauber in der Luft. Die Polizei wird minütlich verstärkt hier. Und die Linken scheinen sehr aggressiv aufgelegt zu sein. Es gab, soweit ich es von hier sehen konnte, einige gewaltsame Übergriffe in den ersten paar Minuten. Und aus diesem Grund scheint es so, als könnte es heute noch Konflikte geben. Natürlich hoffen wir das Gegenteil davon. Wir hoffen, dass das Ganze hier noch friedlich abläuft. Hoffen, dass die Polizei hier weiter hart durchgreift, damit wir unsere friedlichen Protestkundgebung weiter abhalten können. Das wünschen wir uns hier einfach nur. Und ja, gut. In der Kundgebung ist gerade ein kleiner Stopp dann eingetreten. Okay, next speaker is Michael Stutzenberger. You, everybody of you, is a hero to be here where those stupid people, those aggressive people are around us. But we stand here because we stand for freedom, for democracy, for human rights. And those, they are the anti-democrats. They are the left fascists. Yes. Left fascists over there. You know, they want to have dictatorship. They want to have no democracy. And we speak the truth, and because of that, they are so crazy. Yes. It's so good here to be among you. We came yesterday, we started with a bus from Germany. It took 18 hours to be here, and I tell you one thing, every minute was it worth to be here among you. Yes. Thank you. Have a dictatorship here, a dictatorship from Allah. Never, never, never. Tell everybody, read this book here. Read this book. This is the dangerous book of the world, the Quran. Read it. Everybody of you is less worth than an animal. Here, it's in the Quran. And this book says you should be killed. And this book is so dangerous. The murder of Toulouse, Mohamed Merah. He studied this book here when he was in prison for 21 months. He read side by side. And then he went to Jewish children. He put his weapon on the head and shouted, Allahu Akbar. He's not in paradise with 72 virgins. You are right. He's in hell. He's in hell. What is this rock god who wants to kill people?
We don't want this God in Europe. We don't want it. And we say yes to a free Europe. And we say no to those fascists, to those left fascists over there and over there. Yeah. Yeah. And we stand here and we will no surrender. We stay here. They can shout, they can do what they want. We stay here because we are Democrats. We are from the middle of the society. We fight for freedom, for democracy, for equality of women and men. And this is everything Islam is standing against. Dear friends, we all have a dream, the dream of peace, freedom, democracy will rule in all parts of the world. Here in Europe, we see again threatening clouds on the political sky. Today, there is neither communism or Nazism as enemies of our democracy. We have learned that it's pointless to negotiation or into a dialogue with the despots. Previous generation had the choice. Either fight the freedom or live as slaves. They chose the fight for freedom, but it costs. The same choice must we take today. We have to take the battle, fortunately, without guns. But nonetheless, there is a resistance we front. What will stop the Islamization of Europe? Our answer is political power. We want to preserve democracy, the human goodness in our society. We say yes to freedom, no to Islam. My name is Arne Thumyr. Jeg kommer fra Norge, fra Norwegian. I am a Norwegian and I am a leader in the organization Stop Islamization in Norway. We are here for to cooperate with our brothers in Danish and other places in Europe, and we have the same goal. We want to have a society without Islam. We want to have our democratic system. We will have religion freedom, and we will have free speech. And we mean Islam is a treatment for the whole Europa. Wir erleben hier gerade den Untergang der Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit von einer Horde von Linksradikalen und Moslems, die uns hier verfolgen, die uns bedrohen, die uns attackieren. Und nur durch einen massiven Polizeischutz ist es gewährleistet, dass uns nichts passiert. Das ist das Jahr 2012, ja, der Untergang der Demokratie. So geht's los. Ja, und diese Gestalten vermehren sich
in einer beängstigten Art und Weise. Und sie hier riefen uns vorhin schon Allahu Akbar entgegen. Ja, Allahu Akbar, der Schlachtruf der Moslems, wo schon 270 Millionen Menschen umgekommen sind. Und das soll jetzt hier fortgesetzt werden. Ja, die Islamisierung Europas schreitet voran. Das ist es, was wir heute hier erleben.